Natürlich haben es Anfängerinnen besonders schwer. Sie sollten schwierige Fahrmanöver wie das Zurücksetzen täglich üben. Drum, Männer, lasst eure Frauen öfter ans Steuer, aber nicht zu Verkehrsspitzenzeiten. Meine Herren, wenn Sie erkennen, dass eine Frau am Steuer den Verkehrsfluss hemmt, nicht so reagieren. Das grenzt an Nötigung. Frauen am Steuer sind weniger eitel als Männer. Sie scheuen sich nicht, dem Verkehrspartner anzuzeigen, dass sie auf besondere Rücksicht und Nachsicht angewiesen sind. Die Praxis hat gezeigt, dass diese Schilder beachtet werden. Beachtet werden natürlich auch Damen, die kiss- und unbekümmert auftreten. Am Steuer kann diese Ausgelassenheit gefährlich werden. Sportlich saloppe Kleidung erleichtert das Fahren an heißen Tagen. Unzweckmäßig sind solche leichten Schuhe. Der feste Schuh bleibt unersetzlich. Barfußfahren ist gefährlich. Jede Frau schmückt sich gern. Am Steuer aber können solche schweren Schmuckstücke sehr hinderlich sein. Falls Sie den Rückspiegel einmal als Make-up-Spiegel benutzt haben, so vergessen Sie nicht, ihn vor Fahrtantritt wieder richtig einzustellen. Ich bin vollkommen nervös, ich kann nicht mehr. Du bist Ärger am Arbeitsplatz. Manche Frauen leiden darunter so stark, dass sie deprimiert und deshalb am Steuer anfälliger für Fehlreaktionen sind. Die meisten Frauen haben für die Technik des Autos keine Antenne. Bei Pannen können Sie aber durch Öffnen der Motorhaube anzeigen, dass Sie technische Hilfe brauchen. Dieses Zeichen wird verstanden.